Moin. Hallo. Wer fehlt noch? Die beiden? Nier und Jakob? Ja. Sind die da? Jakob ist da. Ja. Dumikiri auch? Nee. Der meinte, dass das er länger ist. Ist. Ja? Ich dachte, das war Bangkok, der länger meinte. Achso. Oh, ja. Dann warten wir noch kurz, ist ja kein Problem. Stimmt. Warum ist das jetzt umgestellt? Was ist umgestellt? Ich hab gar nichts gemacht eben. Ich hab vorher mit Marfix geschrieben und dann mit Sky und dann wieder mit Marfix und na, jetzt hat sich eben wieder auf Sky umgestellt. Du wolltest dir gerade deine Kriegsgeheimnisse ausplaudern und dann auf einmal Skyrider die gekriegt. Ich hab schon zweimal Skyrider eine Nachricht geschickt, die eigentlich für den Mikiri war. Das ist gut, Skyrider, du hast die technologischen Geheimnisse, rück raus. Nee, ich bin gerade total verwirrt. Pass auf, Skyrider, also der Braincook hat dir Nachrichten geschickt, die eigentlich an den Marfix gehen sollten. Da sind wichtige Informationen drin. Bitte weiterleiten. Ja, ich habe eigentlich extra auf Marfix geklickt gehabt. So, hä? Ja, verwirrt, egal. Also Dumikiri ist da, kann bloß gerade nicht reden, sagt er. Also wir können weitermachen, ja? Schreib mir mal einfach ja, wenn wir weitermachen können. Ja, also. Ja, das war gerade im. Nee, okay, wir machen einfach weiter. Wir machen. Genau, er hat geschrieben ja, okay, perfekt. Super, dann können wir weitermachen. Hier läuft gerade die fieseste Musik aus Persona 5 aller Zeiten, das heißt, es passt zum Krieg. Guti, dann machen wir weiter. Hallöchen, Freunde auf YouTube, willkommen zurück zum Krieg. Ja, jetzt geht's endlich los, wir haben aufgerüstet die ganze Zeit, jetzt können wir auch mal was machen. Hier geht der Krieg gegen Dumikiri, also Marfix, und gegen Braincook. Rüsten hier mal auf. So, dann machen wir den da mal weg. Dann schießen wir mal so. Ich muss mal husten, das ist auch nicht so schön. Gut, das ist fertig, das ist sehr schön. Dann hätte ich eigentlich sehr, sehr gerne... Hätte ich schon ganz gerne eigentlich, ja, aber erstmal noch nicht. Vielleicht erstmal wirklich noch ein bisschen aufrüsten. Gut, dann schieben wir dich da mal hoch. Da ist eigentlich gar kein schlechtes Feld. Mach das mal da, ja, das ist in Ordnung. Blub. Du rüst dich mal eine Runde aus. Das ist ja eigentlich safe. Gut, du fährst mal hoch. Gut, welcher war das denn jetzt? Du da? Ach, perfekt. Das machen wir das nochmal so. Upp. Dann sehen wir mehr. Ah, da auf dem Wasser steht Wasser. Nee, tut's nicht. Ah, der war bloß nicht in meinem Gebiet. Das heißt, ich kann den nicht aufs Wasser stellen. Scheiße. Ah, egal. Dann hilft der halt nicht mit. Ist okay. Da haben wir wieder irgendwelche Leute im Militär, die nicht mithelfen wollen. Immer beste Voraussetzung. Ach, ärgerlich. Ja, es gibt immer solche Leute, die halt behindert sind im Kopf. Naja, ich hatte gerade wieder eine sehr ärgerliche Situation, wo eine Einheit wieder mit einem HP überlegt hat, aber war wieder vom gleichen Spieler, so passt das. Ich habe ja schon so meine Erfahrungen mit Einheiten von Marfix, die wollen halt einfach nicht sterben. Du hast ein ziemlich gutes Militär, also ich würde denen allen eine Gehaltserhöhung geben an deiner Stelle. Ja, außer dem Typen, den ich gerade getötet habe halt, ne, das ist, wobei der hat sich halt Bäcker geschlagen, ne, der hat, das gerade für mich ein bisschen ätzender gemacht alles. Ja, Gehaltserhöhung mit toten Leuten finde ich ist eher blöd. Finde ich vernünftig, würde ich machen. Also, das Grab mal ja, aber mehr auch nicht. Ein Stein, so, dann am besten noch ein schöner, und das reicht. Vielleicht geht auch mit Namen, aber. Nee, das ist egal. Sieht's hier aus, das ist fertig. Ja, du kannst da einfach mal pausieren. Du gibst der Stadt schön Kampfstärke dazu. Und hier hätte ich wirklich sehr, sehr gerne wieder mehr Wachstum. Ja, das ist immerhin besser als nichts. Gut, dann bitteschön an die anderen. Weil hat sich gerade alles geöffnet. Schön ist erstmal der Skyrider dran. Ah, der Skyrider, der darf jetzt richtig. Und der Jakob kann sich richtig Zeit lassen. Der hat so 4 Züge für einen Zugzeit. Oh, dann bewege ich den Bautrupp hier nochmal. Dann ordne ich nochmal in allen Städten alle Einwohner neu zu. Kann man ja mal machen. Das geht ja schnell. Wird schon wieder über mich gelästert, oder was? Nein, nein, wird nicht gelästert. Es ist halt so süß, wie du auf deiner Insel sitzt und nicht da irgendwie dabei bist. Ja, finde ich auch lustig. So, Marfix, du hast jetzt ein Pikinier weniger auf jeden Fall, falls du es noch nicht siehst. So. Ja, doch, man sieht's. Ja, du, aber ich weiß, du bist ja noch nach ihm dran. Okay, dann sieht man's.
Genau, also ich habe jetzt, falls ihr das alle sehen wollt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe diese Runde 2 Einheiten getötet, eine von Brancook, eine von Marfix. Nein. Wie kann ich es eigentlich wagen, ich alter Schlingel? Geht so gar nicht. So, machen wir das so. Das ist passend. Ah, ich habe nicht aufgepasst. Ich hätte eigentlich noch meinen Speer hochschieben können. Jetzt darf ich nicht mehr. Scheiße. Hätte ich eigentlich Marfix noch schön ausspionieren können. Geht jetzt nicht mehr. Also goldtechnisch sieht es bei mir jetzt wieder ganz schön aus. Das kann man schon sagen. Habe ich ein Problem? Ich habe 11 Gold. Also nein, bei mir sieht es nicht schön aus. Ja, ich habe plus 16 jetzt wieder. Das geht eigentlich. Ich habe plus 4. Ich hoffe, ich krieg das... Ah, das wird problematisch bei mir. Sieht doch aber schön aus. Ich sehe gerade, wie du das schön alles angezündet hast. Das gefällt mir gut. Ja, stimmt, die Schokolade... Kakao aber Kakao ist gut. Kakao ist gut. Das ist, glaube ich, sein einziger. Das heißt, er hat 4 Zufriedenheit verloren. Und Eisen. Ja. Er hat weniger Eisen jetzt auch. Ich? Ja. Das stimmt, das ist wichtig für die Legion. Die brauchen Eisen. Ich habe noch genug Eisen. Da müsst ihr keine Sorgen Ja gut, haben. Aber du hast jetzt nicht mehr genug Kakao. Und wenn du dir jetzt eine schöne Milka backen willst, dann geht das nicht mehr. Vor allem backen. Ja, schade aber auch. Ach nein, Milka. Ich aber, back gerne. Hast du gesehen? Ja, wahrscheinlich hast du die einfach nicht gesehen, die ich gemoved habe aus Versehen. Nee, ich wollte einer den Kompositbogenschützen töten. Damit Skyrider von links leichteres Spiel hat. Ich hab deine Einheit sogar gesehen. Das war die Balliste, die da auf einmal so dumm stand. Aber Marfix hat geblockt. Hätte ich nein, die meine ich gar nicht. Die Balliste ist mir relativ egal. Ach so. Weil die halt gegen Einheiten eh nicht effektiv ist. Ja, die stimmt, die hat einen Malus, ne? Die hat einen Malus gegen Einheiten. Die macht so gar keinen Schaden. Ja, genau, also eigentlich war die war eher so ein bisschen als Wegwerfeinheit. Und ja, scout mal. Ja, nee. Aber die wurde nicht abgeschossen, einfach weil halt die Pikiniere sehr viel interessanter sind als Ziel. Weil die halt auch viel schlimmer sind. Ja, klar. Ja, hier muss für Fernkampf in Stellung gehen, erstmal das. Keine defensiven Geländebonusse. Kann keine Nahkampfangriffe einführen, ja. Aus eingeschränkte Sicht. Ja, so wie ich das sehe, ist es halt einfach wirklich so, dass euch richtig overfucken wird, dass Skyrider und ich beide also die Kilimanjaro-Upgrades haben. Ja, Upgrade habe ich halt auch nicht. Genau, ich habe Skyrider halt extra mal rangelassen an den Kilimanjaro, dass seine Einheiten das auch alle haben. Ja, deswegen ist Belgien eine sehr interessante Stadt für mich. Ja, ja, deswegen war das auch mein erster Expand. Du weißt, wo meine Hauptstadt ist. Belgien war meine erste, also meine zweite Stadt. Ja, ja, ich weiß. Das war. Dritte Stadt, glaube ich, gar nicht. Nicht deine dritte Stadt, nicht Bönn heißt sie, ne? Nein, meine. Bönn ist meine Hauptstadt. Meine dritte Stadt heißt Byblos. Mit einem S. Ach so. Ich nenne jetzt alle meine Städte Byblos. Alle nur die neuen. Die kriegen einfach immer ein S dazu, ja. Ja, meine vierte Stadt habe ich schon einen geilen Namen dafür. Und schönen guten Abend, Nihili, schön, dass du da bist. Und ja, das ist die Gender-Army, die wir da bauen. Ach ja, was kriegt man eigentlich alles durch ein Forschungsabkommen? Wenn's ausläuft, kriegt ihr einen Boost von dem Spieler von euch, der weniger Forschung hat, mal die Runden, wie das gedauert hat, ungefähr, oder irgendwie sowas. Marfix hat die Ressource endlich. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, ihr kriegt beide eine Gratis-Technologie, wenn das durch ist. Das sollten wir übrigens auch mal machen, Skyrider. Ich hab kein Geld, 200 Gold brauchen wir dafür, glaube ich. Zur Not gebe ich dir das. 55, ich mach Minus. Ich mach Plus, ich gebe dir das dann einfach. Wenn ich 400 habe, dann machen wir das. Meinetwegen. Gut, ich krieg's knapp ins Plus, wenn ich die eine Einheit da verschiebe, aber es ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja, also bei mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe nämlich diese ganzen Wein- und Elfenbeinfelder. Ich habe halt so scheiß Luxusressourcen, aber die geben halt Gold. Und das ist halt so ein bisschen der Ausgleich. Hm. Halt jetzt auch nicht so das Wahre. Ich hab nicht so viele Luxusressourcen. Spiegelt sich auch in meiner Zufriedenheit ein bisschen wieder. Ich hab auch nur 4, also 4 Luxusressourcen. Das ist halt auch ein bisschen schäbig, deswegen habe ich ja den Notre Dame gebaut. Ja. Und wieder mal das Glück, eine Runde später gefühlt war. Na gut, nichts. Oh, da kommt ein Ritter von Marfix. Da kommt ein Ritter von Marfix. Achtung, Achtung. Der will richtig. Achtung, eine Er kommt mit seinen Müllcontainern dann um die Ecke. Bei der Dschungel ist natürlich blöd, dass man nicht so viel weit schießen kann. Wenn ich mit meinem Speer in deinen Ritter reinringe, ist das eine bedeutende Niederlage. Dein Ritter kriegt 4 Schaden, mein Speer stirbt. Das ist natürlich
natürlich nicht ganz betroffen. Ja, gut, der Speer ist aber auch 20 Geländefelder weit weg. Ich habe den gerade noch irgendwie ausgewählt. Und deswegen wird alles, wo ich auf Einheiten draufgehe mit der Maus, berechnet wird, wenn ich mit dem Speer da reinrenne, passiert Folgendes. Danke. Kurz gesagt, dein Speer wird sterben. Mhm. Was mir gut gefällt, ist, dass Brancook in der Demografie bei Soldaten auf dem letzten Platz ist. Echt? Ja, das mal ja. So als Anmerkung. Als Rom. Toll, das passt sogar extrem gut. Ah, das ist doch mal interessant, ne? Ihr beschwert euch doch immer, dass wir im Midgame keinen Krieg führen. Da haben wir doch jetzt mal. Ist doch schön, oder? Ja. Spätestens, also bei mir wird's noch lustiger. Das Schöne ist ja, ich bin gegen Skyrider, falls der irgendwas Dummes anstellen will, also übers Meer auch sicher, weil er nicht unten rumfahren kann. Er müsste um die komplette Map rumfahren, um zu mir zu kommen. Du hast doch keine Küste. Doch, meine Hauptstadt ist eine Küstenstadt. Meine Hauptstadt ist eine Küstenstadt. Ja, ich hab halt aber ein bisschen... Genau, aber du kommst nicht ran, weil unten beim Banzer Kongo ja Schnee ist. Das ist dicht. Doch, U-Boote später, null. Ja, gut, aber ich denke, bis dahin habe ich vielleicht eine Verteidigung. Hoffe ich mal. LOL, als ob ich so... Ich sag nichts mehr, dass ich schon scheiß Militär habe. Ja, Skyrider, du Skyrider, Platz. Bei... Hm? Militär ist der Platz, Skyrider? Oder schön. Was sagst du? Wer ist Militär erster Platz? Warte, schauen wir mal, ich. Nee, aber Skyrider, du unterschätzt dein Militär auch immer maßlos, habe ich gemerkt. Warum unterschätze ich es denn? Allgemein, du bist halt immer sehr, sehr vorsichtig und musst halt immer erst sehr viel mehr bauen scheinbar, bevor du dich sicher fühlst. Das habe ich gemerkt. Ja. Ja, also ich meine, du merkst ja, meine Stadt, wie viel angreift und... Ich habe ja wenige Einheiten, aber bisher reicht es noch zu verteidigen. Also zu verteidigen braucht man tendenziell sehr viel weniger als zu angreifen. Ja. Ich glaube, das hat... Wie ist der Typ das letzte Mal? Der da mitgespielt hat? Edric oder irgendwie Edric, sowas? Ja, stimmt, kann sein. Ich glaube, der hat es auch kapiert. Sagen wir es so. Weil der wollte mich ja angreifen, ne? Und ich hatte nur 2 oder 3 Truppen in meiner Stadt, aber trotzdem verteidigen können. Ja, da kommt halt drauf an. Ja, ja genau doch. Mafix, ich sehe deinen Speer. Ich will es nur angemerkt haben. Nee, aber das ist der, den ich da nicht mehr wegkriege. Wo ist der denn insgesamt langgelaufen? Wieso? Ich meine, du hast den nicht mehr weggekriegt, aber wo war der denn die ganze Zeit? Das will ich eher fragen. Tja. Dinge, die Welt bewegen, unten. Ne? Ja. Irgendwo ganz unten. Hä? What the fuck? Klassische Skyrider-Reaktion wieder. Nee, ich habe irgendwie gerade einen Bautrupp ausgewählt. Der Bautrupp macht 12, macht 14 Schaden am Kuhmeh, wenn ich den da hochziehen würde. Ein Bautrupp. Ja, ich denke, ich kann denn Schaden machen? Weiß ich nicht, aber ich denke, du kannst einpacken, Brancook, wenn der Bautrupp dich gleich fegt. Ja, hä? Wie, ein Bautrupp macht wie 14 Schaden, sagst du? Ja. Was? Nein. Doch, mein Bautrupp macht 14 Schaden an der Stadt. Zwar kriege ich 62 Schaden, der Bautrupp stirbt zwar nicht, aber... Macht 14 Schaden. Das solltest du nicht unterschätzen. Was? Ja, okay, das ist cool. Okay, der Bautrupp heißt bei mir jetzt sofort Mechthild von Olpe. Wie viel HP hat eine Stadt? Das hängt davon ab, wie viel Verteidigungsgebäude du hast. Die KP erhöhen sich dadurch. Wo sehe ich das? Ja, das siehst du leider nirgendwo. Ich denke mal, du hast so 200 HP oder so. So, dann mal ran, Leute. Viel Spaß. Ne, ich bin ja noch nicht dran. Ne, das Problem ist ja, Stadtbauen und sowas erhöhen die Trefferpunkte ja nochmal. Hm, genau. So, wenn ich bin gerade nicht im Krieg mit Mafix irgendwie. Was? Wahrscheinlich ist das Bündnis ausgelaufen. Ja, das ist in der Runde ist ausgelaufen, wo er Frank Krieg erklärt. Schön. Ja, Mafix, ey, wie gesagt, das Friedensangebot steht. Wenn du mit mir Frieden haben willst, ist das okay. Ich will nur mit Brancook Krieg eigentlich.
Das ja, ist aber... Das Problem ist, wenn ich Frank gucke, jetzt in den Rücken falle, bin ich am Arsch, weil er bei mir am nächsten dran ist. Ja, aber er hat auch die niedrigste Armee. Du hast mehr Einheiten als er. Das mal als... Also, wenn ich deine Einheit nicht töte... Er hat nur mehr Nahkampfeinheiten als ich. Wenn ich meine Einheiten zu Kuba gezogen habe, dann... Ja gut, aber dann gut, aber Branko, ich würde nicht braggen, wenn du dann auf einmal einen Drei-Fronten-Krieg hast, ne? Ja, klar, ich weiß. Das wird halt für dich ziemlich kritisch, wenn dir noch jemand den Krieg erklärt. Es könnte halt sogar passieren, dass Mafix, Mafix, das ist jetzt mal so von mir ein kleiner Denkanstoß. Du kannst mir zwar den Krieg erklären und Branko helfen, dann hast du aber immer noch nur eine Stadt da oben. Wenn du jetzt Branko in den Rücken fällst, kannst du vielleicht Antium nehmen, weil Antium ist für mich uninteressant und für Skyrider wahrscheinlich auch. Das mal so als kleiner Denkanstoß. Stimmt. Du willst doch nur Braincook schnell wegbekommen. Wollte gerade sagen. Nicht zwangsläufig schnell, nein. Nicht wirklich schnell, ich will nur Kumae haben und ich denke, das wird auch möglich sein, weil ihr, bis ihr eure Einheiten da runter rotiert habt, viel länger braucht als ich von hier. Zumal ich die übers Meer halt einfach rüberschieben kann. Ja, vor allem, weil du, ne, Dings hast. Kilimanjaro. Ja, das auch noch. Aber ich kann halt auch einfach übers Meer kommen. Siehst du, die Meerenge, das ist Flachwasser und außerdem Astronomie ist ja eh schon da. Dann kann man halt hier einfach rüberfahren und dann kann ich halt direkt vor Kuma in Land gehen und da ist überall Flachland. Da kann ich auch schießen. Ich bin noch nicht mehr in der Renaissance. Ja, gut, also wenn ich deine Einheit jetzt ein bisschen zurückdränge und an der Küste Bogenschützen aufstelle, dann. Ah, wenn du meine Einheit jetzt ein bisschen zurückdrängst mit deinen zwei Militäreinheiten. Branko, ich habe zwei Nahkampfeinheiten oder drei oder sowas. Und ich bin eins aus Militär. Du kannst dir rechnen, wie viele Armbrustschützen ich habe, ja? Viele. Ja, ich weiß, sehr viele. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich Kuma halten kann, aber... Also Kuma ist halt echt ziemlich forward gewesen von dir, also sehr, sehr weit unten. Das ist schwierig. Ja, aber ich habe... Es gibt ja nichts, es gab nichts anderes. Ja, es wäre halt sicherer eigentlich gewesen, wenn du dazwischen noch eine Stadt hättest, die du jetzt halt nicht hast. Bin ich der Meinung. Aber die hätten wir nicht gebracht. Eigentlich. Ja, also gut, nicht, ja, nicht wirklich. Das ist es halt immer. Du musst halt so abwägen, ob die Stadt halt was gebracht ist, halt auch kriegerisch was gebracht, ne? Oh. Das muss man auch im Kopf behalten. Ja, klar. Es sollte ein Achievement geben. Die Peinigung. Eine Stadt verloren durch einen Bautrupp. Aha. Kumae fällt gleich. Björn Bautrupp randaliert da rein. Ja, mal sehen. Ich denke auch, dass Kuma, das ist gut, es kann sehr gut sein, dass Kuma fällt, aber ich hoffe ja natürlich. Ja, Braincook zündet jetzt wahrscheinlich noch kurz das eine Weizenfeld da an und dann ist sein Speer auch tot. Nicht Braincook hier, ja, Marfix wollte ich sagen, sorry. Der hat nämlich einen Speer direkt an meiner Hauptstadt. Nee, jetzt haut er ab, der rennt weg. Das Elfenbein kannst du ruhig anzünden, davon habe ich noch zwei Stück. Das war das, was ich dir vorher verhandelt habe. Kann dein Speer sich gern wieder holen? Der freut sich bestimmt. Schaut mal, das hatten wir bei uns auch mal. Eigentlich will ich mir den Speer da unten eigentlich gar nicht groß machen. Ich will ihn eigentlich nur durch den Gebiet irgendwie durchschleusen und dass er stirbt. Am Afex hat viele Ritter, das ist interessant. Ritter sind gegen Armbrustschützen halt ziemlich scheiße. Kampfbonus? Nein, da gibt's keinen Kampfbonus. Die Sache ist halt. Also, Kumae ist so gar nichts mehr los, weil da ist alles angezündet gefühlt. Ja, das ist doch schön. Das brennt. Ich wette, Kumae produziert bestimmt doch gerade irgendwas, was so 20 Runden dauert, bis es mal fertig ist. Nee, Kumae hat halt sehr wenig Produktion. Also ich gebe mal so entgegen. Byblos produziert gerade einen Leuchtturm, der braucht 35 Runden. Weil ihr die Fischfelder blockiert. Ja. Mein Triborg ist gleich tot. Wäre er zumindest, wenn er sich jetzt nicht einfach mit zwei Felder weit wegbewegen könnte. Oder ich ziehe ihn einfach aufs Wasser. Ich meine, Ritter können auf dem Wasser nicht angreifen. Aber war Armbrustschützen. Ja, aber der Marfix hat keine Armbrustschützen hier. Der hat nur Nahkampfeinheiten. Ja, aber wo ist dein nächster Armbrustschütze da? An der Ecke ist keiner. Ich sehe da nur Einheiten von mir und Skyrider in der Ecke. Ja, vielleicht, weil ein Berg... Ich hab Armbrustschützen, das sagt er gesagt. Ja, ich weiß, ich sehe einen. Der eine steht vor meinem Fischfeld dumm rum. Schon seit zwei Runden. Hä?
Oder hast du den inzwischen bewegt? Wahrscheinlich hast du den inzwischen bewegt, aber ich sehe den halt noch, dass er da steht. Welchem? Ach so. Bei Bibelos. Nee, nicht seit zwei Runden. Der steht da. Seit einer Runde, genau. Okay. Ja, jetzt hat er zwei, wenn du da stehen gelassen hättest. So war das eher gemeint. Ja. Aber er steht halt nicht mehr da. Alter, bist du Gott. Hm? Oh, ich habe minus 46 Gold die Runde für Einheitenunterhalt. Geht ja. So, neue Forschung, mal so. Willy! Ach, hier, er versucht gerade einen Siedler rauszukriegen. Ja. Der Braincoke. Kannst du ihn abfangen? Werde ich sehen, ja, schon. Ja, der ist tot. Ja, nee, du sollst ihn nicht abfangen. Also, du sollst ihn in einem Zug nicht capturen können. Das würde mich schon sehr wundern. Weil ich meine, ja, das würde mich schon sehr wundern. Kilimanjaro Upgrade auf einem Ritter. Ja gut, aber nee, eigentlich solltest du das auch nicht schaffen. Da sind ja keine Berge. Sehen wir ja. Aber es würde mich schon wundern, wenn er von Byblos zum Siedler kommt. Der hat ja nur 4 Felder Movement, ne? Ja, der ist noch nicht am Siedler, das stimmt. Und der außerdem ist direkt daneben Marfix. Ja, ich sehe es, ich seh's ja. Ich bin ja fast am Siedler. Bin auch nicht slow. Naja, wir werden sehen. Werden wir sehen. So, wer ist hier gerade gejoint? Oder auch nicht? Hallo, nicht hallo? Haben sie doch wieder keine Lust. Uff, was mach ich denn jetzt denn gleich? Oh, mein Bautrupp hat wieder so einen automatischen Befehl, glaube ich. Nee, doch nicht. Uff. Töte durch meinen Tribok. Ist okay. Die Sache ist, dein Siedler steht da jetzt und jetzt ist der Skyrider direkt daneben. Schön. Skyrider, siehst du deinen Katapult da? Natürlich ist Skyrider sein Katapult. Ne, ich wollte Skyrider selbst ansprechen, ob er das Katapult sieht, wie es da schön steht. Ja. Den schön abfangen. Habe ich nur einen Move? Habe ich nur einen Movement daneben oder wird das durch die Straße ausgeglichen? Die Straße ist geplündert irgendwo. Nee. Ich habe 2 Felder von der Straße habe ich geplündert. 2 Felder. Und mein Ritter ist übrigens 2 Felder rechts oben von deinem Siedler. Wollte ich nur angemerkt haben, falls du den nicht siehst. Ja, ich seh's. Bin auch nicht blöd. Den hab ich mal schön. Ja, ich seh deinen Armbrustschützen jetzt gerade. Der war gerade ein bisschen unten am Screen. Deswegen. Die Frage ist jetzt, ob die meinen Tribok töten wollt oder nicht. Oh, okay. Hallo Karl Benz. Ich glaub, Frage ist, ob ihn töten können. Tötet auf jeden Fall. Also wenn selbst wenn ein Armbrustschütze nicht reicht, Marfix kann ihn auf jeden Fall töten. Die Frage ist, ob er seinen Ritter dahin schieben will auf dieses Feld. Ja. Das ist nämlich eher so ein kritisches Feld. Ding ist halt, dass der Dschungel am Weg ist und deswegen kann ich da nicht hinschießen. Ja, ich weiß. Das war der Plan. Der Tribok ist eigentlich nur so eine, ja, guck mal, da steht ein Tribok, schieß den mal kaputt ein halt.
Weil 33 Verteidigung ist halt echt zu viel für Triebirke. Da kommen dann eher Kanonen. Ich denke, das mit deinem Siedler ist da eher ein bisschen kritisch, glaube ich. Ja, ich hatte halt eh einen Kuh mehr stehen. Was soll ich machen? Ich denke, mein Ritter ist tot. Ist aber egal. Wenn ihr eure Schüsse darauf konzentriert, ist das auch recht. Das ist eh ein dummer Ritter, der hat irgendwie zwei Fernkampf-Upgrades, weil er mal ein Streitwagen-Bogenschütze war. Ja. Okay, das ist lustig. Du hast auch bedacht, dass ich meinen Ritter auch wieder zurückbewegen kann, nachdem ich dann Katapult für, deinen T-Bock weggemacht habe? Echt? Ach, das da drunter ist kein Dschungel, das ist Wald, scheiße. Ne, ist aber egal. Ist, wie gesagt, echt nicht kritisch, wenn der stirbt. Naja. Das Angebot müsste ich annehmen. Naja, da wird auf jeden Fall bald die Palenke stehen. Oh nein, mein Triborg. Na, was machst du jetzt? Na gut, der kommt wahrscheinlich weg, aber... In die Demografie darf ich immer noch nicht gucken, jetzt ist Braincook erstmal dran. Ich glaube, sein Siedler kommt weg. Also das nervt wirklich mit den Nacheinander. Ja, also er kann ihn logischerweise, selbst wenn er ihn nicht wegkriegt, kann er immer noch in die Stadt wieder zurückziehen. Das sowieso. Oder halt über irgendeine seiner Einheiten. Das geht auch. Oder auflösen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Machen wir das. Das klingt am besten. Auflösen. Dann steht Kume ja mal leer, wenn er sein... Könnt ihr bitte mit eurem Krieg mit auf einem anderen Kontinent schnell fertig werden? Nein. Der Krieg läuft. Jo, aber so läuft jede Runde 10 Minuten. Oder länger. Ich nehme bedingungslose Kapitulation hier gerne an. Ich auch. Also an mir liegt's nicht. Mir auch nicht. Kannst ja gerne einsteigen, wenn du möchtest. Ich wäre ja auch für gleichzeitigen Krieg, aber da wurde sich ja einstimmig gegen ausgesprochen. Ich habe nichts gegen gleichzeitigen Krieg. Ja. Das ist ja eigentlich auch Standard, aber da wurde sich ja gegen entschieden am Anfang. Und es ist realistischer, wenn es gleichzeitiger Krieg ist. Naja, aber wenn halt, ich finde, es ist halt pingabhängig. Ja, wir haben alle, was weiß ich, einen Ping von 30 circa. Skyward hat den besten Ping. Ich habe einen Ping von... Was habe ich denn für einen weniger. Ping? Du hast jetzt einen von 29. Jetzt hast du einen von 33. Also du hast den zweitbesten Ping von den anderen. Hier siehst du an der Seite. Also ich hab ab und zu mal einen Ping von 350. Hier im Spiel noch gar nicht. Hier im Spiel noch gar nicht. Okay, ja, ich habe es noch nicht gepinkt. Nicht mein Ping will. Und ich? Das würde aber halt verhindern, dass Runden 20 Stunden dauern, ne? Was halt schon schön ist. Also ich denke, das nächste Spiel machen wir mit gleichzeitigen Kriegsrunden. Ja, wir können es ja mal ausprobieren von mir aus. Habe ich jetzt nicht so viel dagegen. Also ich würde... Ja, wir können es gerne mal ausprobieren. Und ich bin nicht mein letzter bei Soldaten. Schau mal einer an. Wer ist denn jetzt letzter? Unbekannter Spieler? Ja, bei mir auch. Wahrscheinlich. Buraco. Marokko. Nee, Jakob. Du? Ja. Ja gut, SimCity. Sag ich nur. Ist so. Ja, aber was sollst du doch mit Soldaten? Ja doch, ich mach grad eigentlich Ding platt. Ja. Hier, Zulu. Oder ich versuch's zumindest. Geht zu dritten? Ja, Platz nehmen. Soll. So, dann wollen wir mal gucken, wie viel Schaden mache ich denn da. Ich kann den noch dahin stellen. Den noch dahin. Dann dürfte der auf jeden Fall tot sein. Schauen wir, wenn das nicht reicht. Naja, natürlich wieder mit einem HP. Ich hasse Marfix-Einheiten, das machen die immer. Erinnert dich das an alles? Das erinnert mich an einiges, ja.
Egal. Passt schon. Ging auch anders, keine Sorge. Ja. Welcher Einheit hat es diesmal von mir erwischt? Den Pekinier. Ah. Achso, ja. Gut, ja, kannst du da wieder hinstellen. Das ist okay. Als nächstes, was Schönes brauchen wir, was zum Spielen. Noch mehr Armbrustschützen. Bist du eigentlich jetzt an vierter Stelle bei den Fragezeichen da unten? Also bei den Icons da unten? Das ist beim Reload, verschiebt sich das manchmal. Ich glaube, das ist die Reihenfolge, in die Leute reingejoint sind. Oder irgendwie sowas. Hm. So, dann viel Spaß, Leute. 10 Stunden später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und wir einen neuen engagieren mussten. So, auf jeden Fall sind die Pikiniere jetzt weg. Das war zumindest das Lästigste. Wobei, ich glaube, es hat sogar 2 Einheiten von Marfix erwischt, oder? Nee, eine wieso sie gerade nur. Nee, stimmt. Das andere war nicht deine. Das andere war, glaube ich, ein Barbar. Baba. Ah, er hat dann Triebock stehen. Trieböcke sind sehr anfällig gegen Nahkampfeinheiten. Sehr, sehr anfällig. Wie viel Kultur? Pro Runde? Nicht so viel. 37. 18. 25. Nicht so viel. 37. Der Typ wird einfach 9. Der Marokko. Braucht er nicht. Der hat 9 Kulturteile da eingefügt. An 9 Sozialpolitiken. Achso, ihr wollt wissen, wie viele Sozialpolitiken. Achso. Da habe ich. Nee. Ja. Ich habe, glaube ich, 8, oder? Kann sein. Ich habe 6. Ich habe halt Tradition voll, das sind 6. Ich 9. Du musst die aufmachen auch mitzählen, ne? Also einen Baum aufmachen. Ja, ja, ich habe, glaube ich, 9. Dann habe ich, glaube ich, auch 9, ja. Weil du hast das Rationalismus vergessen, oder? Ja, Rationalismus habe ich noch nicht offen. Achso. Ah. Ich habe direkt beim Reinkommen in die Renaissance leider eine Sozialpolitik gekriegt, die habe ich dann noch woanders reinstecken müssen. Habe ich auch 9 und dann hat der 11. Hm. Ja, ich habe auch 9. Der Al-Rasur. Der 11. Al-Rasur, ja, das ist ein guter Name. Ach, die Al-Rasur. Wie gefällt euch eigentlich so der Krieg? Macht Spaß? Ja, total. Aber einfach nur so das Fun. Ah, ich. Ach, mal doch. Wobei ich. Über den habe ich irgendwas gelesen letztens. Um ehrlich zu sein, mir ist der Krieg zu schnell. Also, ich hätte gerne, dass er noch langsamer spielt. Wir spielen gar nicht so langsam. Es ist halt bloß 4 Leute direkt hintereinander als statt gleichzeitig. Das dauert halt. Ist halt trotzdem langsam genug. Ja, das wird mich auch, glaube ich, nerven, wenn ich so lange warten. Ja, ich bin halt dafür, dass einer aussteigt aus dem Krieg. Achso, ich dachte, dass einer aussteigt aus der Runde. Ja, wie wär's mit Skyrider? Wie wär's mit Branko? Ne, lass mal, den will ich ja einnehmen. Marfix? Was ist? Was ist? Checkt überhaupt nicht. Also, wir können gerne ein Friedensangebot verhandeln, Joe, ist gar kein Problem. Bin ich auch dafür, du gibst mir Kuma und dann ist Frieden. Nee, ich hab gedacht, du gibst dir Byblos. Ihr könnt ja Stadt gegen Stadt tauschen. Okay, ja, Kumai gegen das kleine Byblos. Kumai gegen das kleine Byblos. Nee, das eher nicht. Das große Byblos kriegst du nicht. Das große Byblos hat. Ich will Belgien nehmen. Ja, klar. Belgien hat nächste Runde 20 Einwohner, da kannst du vergessen. Ist es deine Hauptstadt, oder? Nein.
Oh, meine Hauptstadt hat weniger, sogar. Jetzt? Meine Hauptstadt hat ziemlich schlechtes Wachstum. Meine Hauptstadt hat überhaupt keine Produktion. So ekelhaft. Ja. Also Skyrider, das kann ich jetzt auch offen sagen, das muss ich ja nicht mal so im Privatchat sagen, aber es wäre halt super, wenn du jetzt oben den Choke zustellen kannst mit deinen Katapulten oder irgendwas, dass die halt keine Einheit mehr runter rotieren können. Dann ist das nämlich gegessen. Ja. Ja, ich glaube, Marfix dreht gerade ab, wie es aussieht. Der hat, glaube ich, keine Lust mehr. Friedensvertrag, Marfix, oder wie sieht das aus? Ich drehe nur ab, weil, damit die nicht weiter beschädigt werden. Ich habe gesehen, wie viele Armbrustschützen du da stehen hast. Ach, da kommen noch mehr, keine Sorge. Ich produziere brav weiter. Ich brauche 3 Runden für einen. Ja, ich brauche einen Kuber ewig für einen Armbrustschützen. Das ist so krass. Ja, und der eine wird dir wahrscheinlich auch nicht so viel bringen. Ja, ich weiß. Ja, ich produziere nicht nur einen Kuh mehr, aber das ist schon nervig. Ich produziere nur in der Hauptstadt Armbrustschützen, ehrlich gesagt. Ja, ich nicht. Die anderen Städte bauen gerade Gebäude. Ne, wobei, ne, nicht alle. So ein bisschen halb-halb. Wie meine Kartoffelknödel mag ich mein Militär, so halb-halb. Das war auf jeden Fall ein ziemlich guter Move von mir, bevor ich den Krieg überhaupt erklärt habe, deine Straße zu plündern. Du hast das gar nicht gemerkt, dass dein Gold eingebrochen ist, oder? Doch, ich hab gemerkt, dass meine Straße geplündert wurde, aber ich mich gefragt, wo, warum. Ja. Ich hab mir halt auch gedacht, du kannst Einheiten nicht gut runterschieben, wenn da ein Stück fehlt. Ja, doch, das geht eigentlich. Ja, aber halt nicht ganz so schnell. Das ging eigentlich. Vergiss nicht, dass du so einen kompletten Straßen-Movement-Bonus kriegst. Ich hab halt genau da, wo der Dschungel ist, glaube ich, geplündert. Ärgerlich jetzt hier. Übersehen, also die Dschungelstelle habe ich übersehen. Ja, das siehst du auch nicht, wenn im Dschungel geplündert ist, ne? Was wolltest du sagen? Ja, das sieht man nicht so gut. Dein linker Armbrustschütze, der kann bis zum Dschungelfeld schießen, oder? Der kann auch immer einen Hügel drüber schießen. Ja, die Orangen sind ja, das hast du den Dschungel ja abgeholzt selber, deswegen kann ich da rüber schießen, ja. Oder über den Hügel rüber, meinst du? Ja, natürlich. Über den Hügel rüber kann jeder schießen. Das ist normal. Wenn du auf dem Hügel stehst, kannst du über den Hügel rüber schießen. Wenn du nicht auf dem Hügel stehst, kannst du nicht über den Hügel rüber schießen. Das heißt, wenn du jetzt nach links gehst, kannst du mich nicht mehr abschießen, aber ich dich immer noch. Dein Armbrustschütze ist da ziemlich gekniffen. Der kommt da nicht weg. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Den kannst du auch auflösen. Das hab ich auch gemerkt. Den kannst du auflösen, dann verliere ich keine EP. Ja, dann krieg ich keine EP dazu. Ich könnte aber dir auch noch Schaden machen. Ja, du kannst mir noch Schaden machen, dann krieg ich aber EP. Macht's wirklich mehr Sinn, den aufzulösen? Meiner Ansicht nach sogar wirklich, weil, vergiss nicht, wenn du mich abschießt, krieg ich 2 EP, wenn ich dich abschieße, nochmal 2. Das geht auch auf Generalspunkte drauf. Achso, ja. Natürlich, andererseits hast du dann eine Einheit weniger, also ich muss einmal weniger schießen und kann dann schneller auf Marfix schießen. Das musst du halt entscheiden, was für dich sinniger ist. Mir ist beides recht. Wie du dir vielleicht denken kannst. Ja. Das ist halt eine bisschen blöde Situation jetzt für den. Ja. Beide, ich, meine Triebwerke waren auch fantastischer Bait für euch. Die haben richtig abgelenkt davon, dass ich meine Armbrustschützen alle reingezogen habe. Ja gut, eigentlich nicht. Ich wusste, dass du noch da was hast, aber ich wollte jetzt nicht in Biblos reinlaufen. Ziehe ich schon was, will ich aber gar nicht produzieren. Sorry. So, fertig. So, dann gucken wir mal. Ah, mein Ritter hat eine Beförderung gekriegt. Ja, der war ganz lustig. Der hat den Pikinier getötet und ist dann ganz schnell weggerannt. Kleiner Schlingel. Super.
Oh, ich habe eine neue Karawane, das ist schön. Welche Handelsrouten habe ich denn genutzt? Weiter. So. So. Ach ja, das ist die neue Karawane, ne? Wieder mal in die Hauptstadt. Wie sieht's in Belgien aus? 4 Nahrung finde ich okay. Nochmal 4 Nahrung irgendwo? Nee, ne? Mm-mm. Schlecht. Ich mach das ruhig mal so, das ist okay. Frag mich ja, wann die Fregatten von Skyrider vor meiner Tür stehen. Die müssten nämlich gleich da sein. Hast du die schon gesehen, oder? Ja, ich kann es mir denken. Ich weiß ja, dass Skyrider die verrückten Fregatten produziert. Und guckst du bei Skyrider rein? Guckst du bei Skyrider rein? Ich hab vorher mal reingeguckt. Ja. Aber bisher nicht mehr. Zustimmung also ist Mafix jetzt auf 1, aber das wundert mich nicht, ey. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Mafix eine Stadt oder mehrere? 2. Ja. Schau mal, wie groß ist die andere? Sao Paulo ist noch irgendwo, ja? 13 Einwohner. Okay, okay, dann mal weiter. Wenn auf Handelsübersicht, da kannst du doch nach Städten verlangen, dann siehst du auch, wie groß die sind. Achso. Ja. So, bitte und Dankeschön. Ja, aber ich glaube, mit einem Kompositbogenschütze und einem Schwertkämpfer kommst du doch nicht mehr so weit, Marfix. Weil den Ritter, ich glaube, wenn der jetzt nicht abhaut, ist der nächste Runde auch Matsch. Nach oben kann ich ja schlecht abhauen. Ja, das war ja auch so der Plan. Die anderen beiden habe ich extra deswegen schon hochgezogen. Wobei ich glaube, der Punkt Kombi wird auch drauf gehen. Der ist nicht schnell genug. Ja, das Problem ist halt, dass ich über die Hügel einfach rüberrennen kann, als wenn das Flachland wäre. Schätzt du eigentlich die Chancen von Kumer ein, True? Was hast du gefragt? Wie du die Chancen von Kumer einschätzt. Sich zu verteidigen? Ja, das finde ich. So insgesamt, so gegen null, würde ich sagen. Und wie lange? Also verteidigen, wie lange sie sich noch verteidigen können, das kommt drauf an, ne? Kommt drauf an, wie viel ihr von oben noch nachzieht, kommt drauf an, wie schnell ich da jetzt einfalle, kommt drauf an, was ihr so technisch habt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel gleich mit Infanterien kommt, ist natürlich eher schlecht. Glaube ich halt nicht, aber wäre halt, wie gesagt, eher schlecht. Ein bisschen halten die sich sicher noch. Wie gesagt, aber ich nehme gerne jegliche bedingungslose Kapitulation von Kumae an. Ich bin bei Lit wieder auf 1, das ist schön. Oh, ist bei euch die Stadtmauer von Kumae auch schief? So weit nach rechts verschoben? Ja. Das heißt, wenn ich von links angreife, kriege ich Schadensbonus, ja? Wer ist jetzt? Römer, alle besoffen. Ja, deswegen ist, ich glaube, wenn du Kuh mehr bekommst, dann ist das Spiel für mich gelaufen. So ziemlich.
oder? Das musst du halt sehen, ne? Also du hast immer noch deine Hauptstadt mit vielen Wundern. Also du hast da nicht viel Produktion, hattest du gesagt, ne? Ja, eben. Ich meine, du hast du sicher bei mir Spion? Oder hast du eben nee, die Botschaft ich verteidige Spion bei mir. Ich habe gar keinen Spion bei irgendjemand anders. Ich habe nur die Botschaft. Du hast halt, also du siehst ja die Botschaft, du siehst ja mein Gelände, das ist, mehr ist ja auch nicht. Ich habe wirklich nur Ebene. Die Sache ist, wieso sollte ich irgendwen ausspionieren, wenn ich eins auf Tech bin? Tja. Macht halt irgendwie nicht so Sinn. Brauchen Spion eigentlich immer so lange, um irgendwas zu suchen, finden? Wenn du recht nah dran bist von den Techs, dann halt, ja. Wenn viel Platz ist, dann geht das ruckzuck. Das wundert mich jetzt eigentlich, weil ich bin mit meinem Text, glaube ich, ganz hinten, ne? Die Sache ist, ich habe, wenn du eine Spionverteidigung und eine Gendarmerie stehen hast, dann dauert es halt länger, ne, bei den Leuten. Nee, ich glaube, in der Stadt ist keine irgendwie Großverteidigung. Ja, es muss ja keine Gendarmerie sein, auch wenn ein Gegenspion steht, reicht das schon. Ah. Und wenn es nicht die Hauptstadt ist, dauert es auch immer länger. Das hängt halt da von diesem Potenzial ab. Je weniger Sterne die Stadt hat, desto länger dauert es auch. Ah, das erklärt. Deswegen sollte man eigentlich trotzdem immer in den Hauptstädten spionieren. Also sonst brauchst du halt 50 Runden oder so, um eine Tech zu klauen. Potenzial ist ja auch davon abhängig, wie die Bevölkerung ist, oder? Ja. Okay. Aber die Hauptstadt hat halt nochmal Potenzialbonus immer. Also zum Beispiel, wenn du jetzt bei mir, ich habe ja Belgien jetzt 20 Einwohner und die Hauptstadt 17. Wenn du in der Hauptstadt spionierst, ist glaube ich trotzdem leichter. So vom Potenzial. Auch wenn Belgien 3 Einwohner mehr hat. Gut, das erklärt's. In Skyrider siehst du den Ritter von Marfix, der da nach links abgezogen ist, den kannst du töten. Ja. Ich bin aber nicht mehr im Krieg mit dem. Kannst du ihm doch erklären. Ich meine, er verteidigt ja hier Braincook. Wenn du Braincook angreifen willst, dann ist Marfix... Er verteidigt mit einem Ritter, damit kommt er aber nicht weit. Ja, der hatte schon mehr. Der hat schon ein bisschen was verloren. Ja, Kumae kann ja aber auch nicht mehr richtig zu besetzen. Ach, keine Sorge, ich komme jetzt ran. Marfix ist jetzt abgezogen. Kannst ja den Ritter töten, glaube ich. Nee, weil ich mein komplettes Movement verbrauche und dein Katapult im Weg steht. Es ist blöd, dass du vor mir ziehst. Ein bisschen. Ja, der True, ich denke, er ist wahrscheinlich auch gleich bei Kanonen. Kanonen sind schön. Hast du schon Kanonen? Jetzt ist der für Kanonen. Hä? So wie sich das gerade angehört hat, ist der gleich bei Kanonen. Ja, das sag ich mir schon fast. Nur 9 Runden bis zu einem Pionier. Geil. Mafix, hast du deinen Speer aufgelöst oder ist er weggerannt? Kein Bock mehr, ist weggelaufen. Er ist weggelaufen. Ich such den gerade, ich finde den nicht. Ich bin doch froh, wenn du ihn nicht findest. Ich renn gerade mit meinem einen Kompositbogenschützen noch hinterher. Er fragt so, na, wo bist du, Schlingel? ich glaube, ich bin irgendwo bei dem Stadtschutz. Okay, dann haut mal rein. Der eine Bautrupp, der sich da oben in Antium noch in Sicherheit bringt, ich sehe es gerade. Der hat gar keinen Bock, er angegriffen zu werden. Nö. Eher weniger. Der will dem keltischen Reich nicht dienen. Nee, eher weniger. So, Skyrider geht jetzt los. Den Ritter müsstest du töten können, oder? Nee. Machst du nicht? Willst du nicht mit Marfix Stress haben? Ist dir das ein zu netter Typ? Er hat schon meinen Ritter angegriffen, also...
Kanonen wären halt echt angenehm jetzt. Wobei Artillerien natürlich noch schöner wären. Ja. Ja, mit Artillerien wäre man schneller sofort down, aber so weit ist es ja noch nicht. Nee. Ist halt eher so ein Schießpulverzeug, ne, gerade. Aber ich glaube, Musketiere baue ich auch nicht, weil die sind irgendwie kacke. Also Vorschützen lohnt sich das halt irgendwie nicht. Ja, aber trotzdem besser als Legionäre. Würde ich jetzt mal so sagen. Oder? Ja, definitiv. Pikiniere sind halt wirklich nur dafür da, Städte abzuwehren. Skyward hat Marfix den Krieg erklärt, das klingt doch schön. Ja, weil er hat meinen scheiß Katapult angegriffen. Hä? Ich hab noch nicht mal Katapult für dich angegriffen. Ich denke, das war der Tribok von Braincoat. Ja, das hätte ich ja Tribok. Deshalb hab ich den ersten Schuldigen da genommen. Der Tribok steht hinter dem Dschungel auf einem Hügel, der kann über den Dschungel rüberschießen, aber du siehst den nicht von da. Danke. Dann sag den doch vorher. Du weißt ja, wer frei von Schuld ist, der sollte den ersten Stein werfen. Zumindest hat er es noch überlebt. Ja. Die Frage ist, wo er jetzt hingeht. Der rennt jetzt schon ganz, ganz weit nach links weg. Gar keinen Bock mehr. Hab ich schon nicht. Kannst ja meinen Speer töten und den Bautrupp da umdrehen. Wie wär's? Ja, das dauert so lange. Ja, Entschuldigung. Ich habe mich hier der Mehrheitsvotum entschieden. Ich habe vor dem Spiel gefragt, wie wir es machen sollen. Ich habe nichts dazu gesagt. Ja, dann gehen halt auch so Sachen wie, keine Ahnung, zum Beispiel den Siedler capturen, wenn ich den kurz bewege. Ja, nee, sowas sollte man ja dann vermeiden. Aber trotzdem, wenn du deine Einheit bewegst, dann kann ich die dann abschießen, nachdem sie sich bewegt hat. Ah, ich bin jetzt aber blöd. Ja, du findest das blöd, aber alle anderen finden das scheinbar so blöd jetzt. Renko, ist ja nett, wenn du deinen Missionar bei da mal kurz wegbewegst, sonst kannst du die Straße nicht bauen. So. Ja, Leute, ja, die hab ich noch stehen. Ja, ist also weg. War das der Missionar, von dem ich gesagt habe, Missionar, nein, nein. Ja. Schau übrigens mal auf Byblos. Ja, du hast Byblos deine Religion reingedrückt, aber die dreht sich gleich wieder zurück, weil du keinen Druck hast und ich schon. Ja, ich weiß, leider. Damit hast du mir so 2 Gold pro Runde denied für so ein paar Runden. Ja, das ist ja schon ein bisschen länger so. Jetzt bin ich gespannt. Eine Runde. Egal. Oder auch. Na, Brian, guck, wie läuft's. Ja, obviously nicht so gut. Aber das weißt du sicherlich. Nee, erzähl mal, was ist denn los? Ja, da stehen so ein paar Leute von meiner Stadt. Was wollen die denn? Wollt ihr den Staubsauger verkaufen? Ja, sowas in der Art. Die Zeugen Jehovas sind das. Die Zeugen Jehovas verkaufen auch immer einen Staubsauger. Heilige Staubsauger. Der saugt das Böse aus mir raus. Der saugt den Gulasch nicht aus dir raus. Das Gulasch ist ja nicht das Böse. Der Weil Gulasch schneit ist aber. Der Gulasch schneit ist das Böse. Wer neidisch wegen Gulasch ist. Gulasch ist zum Teilen da. Gulasch ist für alle da und nicht nur für einen. Zum Teilen da. Die Sache ist, ich hätte es lustiger gefunden, wenn ihr mich angreift, weil ich habe die große Mauer. Das würde richtig ätzend werden. Nein.
Das ist wirklich ätzend. Ja, Kumir wird eh gleich fallen in nächster Runde. Nächste Runde? Ich glaube ich nicht. In den nächsten Runden. Achso, sorry. Nächste Runde auf keinen Fall, aber in den nächsten Runden. Weil ich krieg auch nicht schnell genug eine Burg rausgedrückt. Weil Kumir jetzt nicht so der geilste Produktionsplatz ist. Ich meine, mit 8 Produktionen. Ich habe gerade einen neuen General generiert. Finde ich nicht so toll. Hier noch gar keinen, glaube ich. Woher hast du den eigentlich schon und ich nicht? Ich will gegen 2 Leute Krieg, du nur gegen einen. Nö, ich auch gegen 2. Naja, stimmt, ja. Mensch. Ich weiß nicht, was mein Fortschritt da ist. Aber... naja. Durr, was mache ich jetzt? Ich habe nicht so viele Einheiten zum Angreifen wie du. Darin liegt es vielleicht. Die nächsten. Boah, es ist ätzend. Das ist wirklich hart ätzend. Da kommt mein General. Lol. Ja. Ich werde mein Admiral. Oh, das war ein bisschen Movement gerade. Dem geht's gut. Dann sollte ich vielleicht nur zum Gucken mal den haben, ja. Ich glaube, ein neuer Siedler steht in Kumeh. Das ist immer noch der gleiche, den hat er wieder reingezogen. Weil ich jetzt den Siedler gerade getötet habe. Der Siedler hat Arbeitspause. Ich habe gerade halt den getötet, der den dann verteidigt hat. Den Tribok? Ja. Gut, dann lebt mein Katapult vielleicht noch. So, dann wird das auch mal fertig. Ja doch, das lebt noch. Das siehst du ja auch. Muss ja gut aus. Dann kann ich ja Kapstadt runterrühren. Ja, geht auch nicht, ich mach keinen Schaden an Städten. Okay, viel Spaß. Hier ja, erstmal. Ah, oh, wie geht's deiner Legion? Wie geht's deiner Legion? Kämpft die noch? Will die hinterher? Ja, obviously. Will die hinterher? Ach so. Ja, klar, boah. Ich werde mich jetzt hier zwischen die Armbrustschützen stellen und mal Hallo sagen. Ja, mach mal. Das ist eine gute Idee. Machen wir das so. Den schieben wir direkt dahin, den dahin. Gerade hat's plopp gemacht. Da ist irgendwie aufs Wasser gegangen, glaube ich. Ja, mein Prophet ist in Palenque gelandet. Palenque? Wo war Palenque? Hm? Ich muss gerade gucken, wo Palenque war. Ach, da! Hey. Deine neueste Stadt. Ach ja, oh, guck mal auf meine Punktzahl. 657 bei mir. Hast du gerade auf 666 abgegradet, oder? Ja, ich bin bei 666. Ja, 666. Schön. Ja, die Zahl des Satan. Jetzt habe ich nämlich keine Armbrustschützen mehr, sondern Teufelsarmbrustschützen. Das finde ich nicht gut, ich denke, die Zahl senken wir gleich mal wieder. Meine Armbrustschützen können jetzt 5 Leute gleichzeitig angreifen. Ja, kriegen jedes Mal 200 Schaden, wenn sie das machen. Nee, die machen 200 Schaden. An sich selbst. Ja, da sind so ein Suizid, so ein Bombenattentäter. Ja. So eine Einheit fehlt hier noch. Ja, das fehlt mir tatsächlich. Fände ich eigentlich gar nicht so schlecht zu einer Einheit, würde ich ehrlich sagen. Also wie wär's? Friedensvertrag, du gibst mir Kumai und dann ist gut? Kannst du vergessen. Warte mal, dann mache ich das mal anders. Wenn ich gleich dran bin. Mein Ritter lebt. Warum wächst denn Kume? Will ich nicht, brauche ich nicht. Ist gewachsen? Das ist schön, danke.
Kannst ja auch auf Wachstum stoppen drücken. Hä? Nee, das bringt mir ja nichts. Ich hab ja alles auf selbst ge. Hier. Selbst gesteuert. Ja, du, ich meine, auf Wachstum stoppen heißt ja bloß, dass wenn du auf volle Nahrung bist, dass kein neuer Einwohner generiert wird. Ach so. Ach, dann wird achso, dann wird gar nicht. Ach so. Ja gut, das ist nicht so schlimm, dass ja das generiert wird. Naja. Ich würde es irgendwie geil finden, wenn man eigene Städte vernichten könnte. Kannst du ja aber nur die eingenommenen. Nee, ja, aber wenn. Oh, die Legion ist mit Half-Life wieder in der Stadt zurück. Einheitenbeförderung, hurra! Ah, so wieder. Ach, ich hab deinen Speer gefunden. Steht auf dem Wasser. Hä? Nur mein Trier kann den angreifen, nur mal so. Fuck! Kann sie nicht, der ist auf tiefem Wasser, sie kann nicht aufs tiefste Wasser. Oh, Schwein gehabt! Lol. Speer, ja. Du lebst! Also Skywriter, wenn du jetzt bei Kumai helfen willst, ne, ich greif jetzt an, der kann ja nur eine Einheit jeweils angreifen. Ja, meine Einheiten stehen ja bereit. Ja, aber er wird wahrscheinlich eher auf mich gehen als auf dich. Was halt auch helfen würde, die Stadt schneller einzunehmen. Brauchst du Zufriedenheit, Skywriter? Hm? Zufriedenheit. Minus 1. Ich hab Baumwolle doppelt. Würde ich dir verkaufen. Ich brauch ein bisschen Gold. Würde ich nehmen. So, gut, dann nochmal eine Pagode mehr. Das ist auch schön. Zufriedenheit kann man nie genug haben. Und dann brauche ich, glaube ich, noch mehr Armbrustschützen. Was lachst du so? Nicht, du hast bloß nicht genug, oder? Nee, reicht mir noch nicht. Ehrlich gesagt, wirklich nicht. So, bitteschön. Kumai hat schon so ein bisschen Schaden gekriegt. Nicht viel, aber immerhin. Wenigstens etwas. Halt wirklich. Das Schöne ist ja, wenn ich Kumai einnehme, dass er die Akademie, die ich geplündert habe, die kann ich einfach wieder aufbauen. Dann habe ich nochmal so einen gratis großen Wissenschaftler sozusagen gekriegt. Kurze Frage. Ja. Wie ist denn das? Wann ist denn ein Part rum? Wir haben ja erst so um 40 oder 45 wieder angefangen. Deswegen würde ich jetzt noch 10 Minuten machen dann. Weil doch alle so lange essen waren. Ich zünd gerade das Gelände um Antium ein bisschen an. Das macht Spaß. So, oh, da steht ein. Vergiss dich nicht, den großen General da zu procken. Ich? Ja. Achso, nee, der ist nur auf dem Weg hoch. Das ist halt der schnellste Weg. Das ist nur der schnellste Weg, sorry. Erstmal den da hinschieben. Wieso sollte ich den da droppen? Dann klaue ich dir zwei Flachlandfelder. Das ist ja doch richtig dumm. Also wenn ich dir Gelände klauen wollen würde, würde ich das, glaube ich, ein bisschen effizienter machen. Na gut. Was soll ich mit meinen großen Propheten machen? Ja, entweder Religion verbreiten oder eine heilige Stätte bauen, ne? Ja, Gulaschtum muss verbreitet werden. Ja, ich meine, heilige Stätte ist halt auch nicht schlecht. Dann hast du mehr Endgame-Faith für so Sachen wie große Wissenschaftler. Ja, klar, stimmt. Ja, bauen wir da eine heilige Stätte. Ist das... Kann man auch so als heilige Gulaschstätte sehen. Mhm. Wo stehen deine Einheiten? Oh, da, okay. Aha. Also die Sache ist, wenn du jetzt mit auf Kumai gehst, dann ist es, glaube ich, in 3 Runden weg, die Stadt. Ich habe ja meine Einheiten da schon hingezogen. Ja, ich sehe es halt noch nicht.
Ja, weil, wie gesagt, er hat da nur noch eine Legion. Das ist eine Nahkampfeinheit, die halb tot ist. Also damit kann er nicht wirklich was machen. Ich freue mich schon auf in ein paar Runden. Was will, keine Ahnung wann. Deine Fregatten unterwegs? Ja, ich baue jetzt erstmal halt ein bisschen auf. Ich habe ja meinen Admiral, das wird ja noch lustiger dadurch. Hehe. Wann ist eigentlich die nächste große Zählung? Das kann ich dir nicht sagen, das musst du halt im Hinterkopf behalten. Ja, ja, Baktun 11, 6. Katun, dann das 17. Tun, Vinal 9 und King 8. Das klingt jetzt gerade, als wenn er irgendwelche aramäischen Texte übersetzt hätte. Nee, das ist wirklich die alte Sprache. Ja, ich weiß. Baktun, ich würde sagen, wie lang ist eine Runde? Das wird immer kürzer jetzt, je länger das Spiel dauert. Momentan sind es, glaube ich, 10 Jahre. Oder schon 5, ich weiß es nicht. Ich sage ungefähr noch 150 bis 200 Jahre bis zum nächsten Baktun. Müsste hinkommen. So, Marfix, wie läuft's bei dir? Ganz gut. Ich sehe schon, komm, mir Frigate rusht mich jetzt gleich zu dritt. Und habt ihr meine Hauptstadt? Ich glaube, wird sich auch mal melden. Ja, deswegen habe ich ja jetzt hier Armbrustschützen an der Hauptstadt schon positioniert, die da überall rausgucken. Ich bin auch gerade am Militär produzieren in meinen Städten. Also falls du angegriffen wirst, ich kann dir helfen dann. Ach, und Kackstadt bleibt einfach am Leben, ich glaub's nicht. Ja, würde ich aber auch nicht machen, denn wenn du denen jetzt den Krieg erklärst, dann finden alle Stadtstaaten, die du kennst, dich halt scheiße. Weil du hast ja, glaube ich, schon zweimal einen Bautrupp geklaut, sogar diese Runde, oder? Nee, einmal. Einmal, stimmt, das andere war Braincook, sorry. Der hat bei Byblos geklaut. Das ist jetzt die Rache für Byblos. Ich habe jetzt zwei Städte Byblos genannt und jetzt kriegt Braincook aufs Maul. Siehst du, so leicht kann's gehen. Wohle für den Byblos. Ich muss immer noch meine Stadt umnennen. Mach ich ja nicht im nächsten Zug. Ich hab schon tollen Namen. Kumae heißt dann Byblos 3. Dreifaches S, Alter. Oder Byblos The Return. Ich glaub nicht, dass das passt. Return of Byblos. Vielleicht knapp. Glaub ich nicht. Oder Armageddon 2, The Byblossing. Ja, das ist eher ein Filmname, aber... Oh, Skyrider ist auf 1 bei Lit. Oh, da muss man aufpassen. Lit? Literatur, also. Wie viel Alphabetisierung? Ja, Problem ist halt, du bist, glaube ich, mit mir auf 1. Nee. Du hast 42%, ich habe nur 41. Nein, ich bin bei keinem weit hinten. Also, der letzte, sagen wir so. Ich bin, glaube ich, bei vielen ziemlich weit hinten, das ist das Problem. Bei mir sieht's ganz gut aus. Ich bin bei Soldaten auf 1. Das reicht ja. Mir. Ich kann erst gleich nachgucken. Ja, wer spammt hier die scheiß Armbrustschützen? Naja, ich meine, Kumae steht da so schön. Die Sache ist, er hat mich halt so halb geforwardzettelt, ne? Ziemlich weit in meine Richtung und ich wollte unbedingt die Orangen, weil ich sonst keine Luxusgüter mehr habe. Dann hat er einfach das ganze Ding da aufgekauft. Ich muss das machen. Kumae. Ja. Dadurch, dass es so weit forward ist, hat er auch keine Chance, irgendwie Einheiten zu schicken. Einheiten runterschicken ist halt echt kritisch. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist der Bonus vom Admiral genauso hoch wie beim General? Ja, bloß, dass der General keine Geländefelder klauen, der Admiral keine Geländefelder klauen kann, aber dafür die Schiffe heilen kann. Ansonsten ist es exakt der gleiche Bonus. 15% Kampfstärke so, jetzt, auf alleine. Ich bin mal gespannt, was ihr jetzt macht. Oder wie es jetzt aussieht. Und Marfix hat ein neues goldenes Zeitalter gekriegt. Ah, war das. Oh. Fragst du dich, ob mein Armbrustschütze da jetzt gleich stirbt, wenn ich den nicht wegziehe, ja? Okay. Bin wir nach der Runde Pause machen, sozusagen? Ja, die Runde machen wir noch, dann machen wir Pause. Okay.
Du weißt schon, dass wir immer noch im Krieg sind mit dem. Ja. Ja, die Stadt nehme ich auch gern von Marfix weg. Das hat keine Einwohner verloren mehr fürs Schenken, ne? Darf's nicht vergessen. Ja, das wusste ich nicht. Das war eigentlich mein Plan. Noch ein Vorteil ist, dass die Stadt jetzt nicht mehr angreifen kann, weil die ein... Doch, kann sie, oder? ...Aufstand ist für 13 Runden. Kann sie das nicht trotzdem? Nee, ich glaube nicht. Ja, also eigentlich war... Meine Intention war eigentlich, dass... Kumel die seine Einwohner verliert. Nee, das passiert nicht. Das ist in aber normalen Multiplayer-Runden halt auch als Griefing, ne? Eigentlich. Was? Wenn du halt deine Städte, die Gebäude verkaufst und noch abreißt und sowas. Das ist halt ziemlich schäbig, weißt du, wenn sich jemand Mühe macht, den Krieg gegen dich zu führen und du griefst ihn dann so weg. Ja, ich wollte es mal ausprobieren, aber Gebäude wegmachen hätte ich nicht gemacht, nee. Ich denke, dann mache ich eigentlich sogar eher mal das hier. Also es ist jetzt auf jeden Fall einfacher, die Stadt irgendwie einzunehmen. Definitiv. Die hat Verteidigung verloren halt, weil die Stadtmauern abgerissen werden, wenn man dann eine Stadt verschenkt. Und die 13 Runden können wir außerdem, ich meine, eine Legion steht ja noch drin, aber die ist halt... Die wird jetzt rausgedrückt, glaube ich, nächste Runde, ne? Das weiß ich nicht, aber die gibt auf jeden Fall keine Verteidigung. Keine Verteidigung mehr plus. Ja, das auf jeden Fall nicht. Also ich würde sagen, deinen Siedler kann sie den Arsch schieben. Ja, die kannst du gerne als Bautrupp haben, Skywriter. Ja, kann ich gebrauchen für Palenque da unten. Stört mich jetzt nicht. Wie die Stadt gleich heißen wird, werdet ihr sehen. So, das machen wir so. Weil ich ganz dringend das hier machen möchte. Das ist nämlich ziemlich überfällig. Und dann du mal dahin. Das reicht mir. Gut, und den dahin und geupgradet. Und ich mal dahin. Hallo. Marfix, ich sehe deinen Speer immer noch. Der steht da so. Nur langsam voran. Ja, meine Triere kann halt nicht hinterher, aber ich bin so ein Feld neben dir auf dem kleinen Wasser da. Ja. Siehst du es? Das sieht richtig dumm aus. Du kommst sofort hier zurück. Wenn wir dir könnten, würden wir dich jetzt töten. Ja, könnt ihr aber nicht. Ach, scheiße. Gut, dann jeder nochmal seinen Zug jetzt und dann machen wir erstmal wieder Pause. Ja, okay, schau mal. Schau mal, wie hart Kumai jetzt kassiert hat. Das ist halt echt übel. Ja, gut, das wusste ich nicht. Das ist jetzt. Naja, egal. Ist der hat halt 12 Verteidigung verloren, weil er halt sowohl den Bonus nicht gekriegt hat, jetzt noch mehr, und halt die Stadtmauern abgerissen worden. Dadurch hat er ja nicht nur Verteidigung verloren, sondern auch HP. Das ist echt übel. Ja, der Siedel wurde auch nicht rausgedrückt, also. Nee, den werde ich den wahrscheinlich direkt nehmen, wenn ich die einnehme. Ja, oder vielleicht wird er auch erst gleich rausgedrückt, aber ja, das ist halt. Sehen wir. Ja, ich weiß nicht, so eine Situation habe ich nicht oft. Also Städte verschenken, während sie eingenommen werden, ist halt eigentlich so ein No-Go-Multiplayer und im Singleplayer macht das halt keine KI, die sind ja nicht so. Ja, klar. Ja, ich habe mir im Endeffekt eher selbst geschadet, also. Ja, hast du. Ja. Du hast die Stadt jetzt halt eine Runde früher zugänglich gemacht, also es hätte sonst noch 2 Runden gedauert, denke ich, die einzunehmen. Ja, ich kann dann ja meine Truppen langsam abziehen. Ja, kannst du ja woanders hin rotieren. Erstmal alle runter nach Palenque, denke ich mal. Die zurück. Oder kann ich eigentlich jetzt Chemie aufhören zu forschen? Da brauche ich ja keine Kanonen mehr erstmal. Ich kann ja dann. Naja, ich baue weiter meine Seemacht auf. Mm-hmm.
Ja, aber dann ist für Jakob gleich wieder ein bisschen interessanter, weil ich werde, glaube ich, gleich Frieden verhandeln, wenn ihr damit okay seid, oder wollt ihr weiter Krieg führen? Also ich habe schon zumindest im Marfix... Nee, also wegen mir müsst ihr keinen Frieden machen, ja? Nee, aber ich würde mit Marfix gern Frieden verhandeln. Ich auch. Zumindest habe ich ihnen das jetzt angeboten, aber... Ich biete ihnen das auch gleich an, nachdem ich Kumai weggenommen habe. Oder ich kann halt auch einen Friedensvertrag mit Kumais Übergabe halt verhandeln, was mir auch recht wäre. Steinreiter, ich habe dir eigentlich auch gerade ein Friedensangebot gemacht. Ja, das kommt so nacheinander halt. Das geht wahrscheinlich automatisch durch, wenn ihr gleich die gegenseitig angezeigt kriegt. Ja. Ich geh jetzt mal kurz weg, okay? Ich muss essen. Schlimm, oder? Ja, wir machen jetzt eh gleich Pause, nach, wenn alle hier Runden raus haben. Also kannst schon gehen. Dann bis gleich. Bis gleich. Die Runden gehen dann auch wieder schneller, wenn Marfix wieder im Frieden ist. Okay. Ja, ich werde dann auch mich in den Frieden stürzen. Also danach. Ja, ich will wahrscheinlich auch. Ich meine, ich kann da eh nichts machen. Ja, ich muss schauen, ich greife vielleicht noch Roman. Mal gucken. Nee, lass mal lieber. Ich finde das richtig gut. Mein Armbrustschütze steht da direkt auf deiner Straße und da kommen die ganzen Karawanen durch. Ich weiß nicht, wo die hingehen, aber ich plündere die gerade alle. Naja, wenn jetzt eh Pause ist, dann bin ich auch kurz weg. Das muss halt noch Brancook seinen Zug machen, dann machen wir jetzt mal kurz Pause. Kannst du mir auch den Frieden dann anbieten? Ist ja auch nicht das. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch mehr von meinen komischen Kaylate-Hallen brauen, weil Zufriedenheit wird ein bisschen kritisch, wenn ich Kumai eingenommen habe. Aber die geben ja zum Glück 3 Zufriedenheit pro Stadt, das ist gar nicht schlecht. Und ich habe ja Pagoden auch. Also passt das. Kriegst du die nächste Runde auf jeden Fall? Ziemlich sicher. Ich habe da 4 Armbrustschützen in Range. Und einen Ritter. Und die hat ja nicht mehr viel Verteidigung. Also allerspätestens in 2 Runden. Okay. Wenn du jetzt noch drüber nachdenkst, die noch Skyrider zu geben, dann gleich als Skyrider den Krieg und nehmen sie mir einfach. Dann die nächste Runde als Angebot gemacht. Ich hab die Klausur Skyrider rückgegeben. Immer Friedensangebot. Viel Spaß dann. Also ich glaube nicht, dass Skyrider sich das dann mit seinen Kompositbogenschützen und 2 Katapulten erlauben kann, mir da den Krieg zu erklären an der Stelle. Du weißt schon, dass ich die Ehen wieder runter rotiere. Ja, na klar. Ich meine bloß, also es wird sich für dich nicht lohnen, Kumai jetzt zu nehmen, weil ich will die Stadt unbedingt haben. Wenn er es mir erklärt mit dem Frieden, dann kann ich halt den Frieden annehmen und die halt nächste Runde geben. Ja, oder so, aber ich nehme die jetzt halt einfach. Ich hab's bloß eine Runde, dann wahrscheinlich eher los. Ja, Brancook braucht halt gerade noch ein bisschen. Er überlegt wahrscheinlich gerade, wie er seine Sachen noch in Sicherheit bringt. Nö, ich hab das alles aufgelöst. Achso. Ah, ich seh's gerade. Du willst mir keinen Bautrupp gönnen, ja? Ja, das war sowieso nicht. Da hat jemand einen großen Händler, ich sehe das gerade. Marfix. Wo will der denn hin? Wo will der denn hin? Was handelt der denn? Stadtstaat. Ich will, brauch ein bisschen Gold. Gut, dann machen wir jetzt mal kurz Pause. Bis gleich, Leute im Stream. Sehen uns wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten wieder. Wie lange brauchst du?